Wenn du verstehst, wie du diese Macht benutzt, dann kannst du dir jeden Tag Himmel auf Erden erschaffen, solange du möchtest und solange du lebst. Solange wir vom unterbewussten Mind aus operieren, werden wir uns immer als Opfer fühlen und werden Opfer auch sein dieser Programme. Wenn wir aber aufhören, dieses unterbewusste Verhalten zu nehmen und anfangen, achtsam zu sein, den Verstand in die Gegenwart zu holen, präsent zu sein, dann wirst du zur Schöpferin, zum Schöpfer deines Lebens und dann kannst du Himmel auf Erden kreieren. Das ist eine ganz einfache Realität. Denn wenn du in diesem kreativen, bewussten Mind bleibst, dann ist das der Verstand, der Gesundheit und Freude und Liebe bringt. Wenn wir wieder zurückgehen und uns denken, kommen wir wieder zurück ins Programm. Diese Erfahrung, sich zu verlieben, ist das gleiche wie diese rote Pille einzunehmen. Plötzlich bist du aus dem Programm erlöst, du kommst raus und du kriegst die Macht über deine eigene Schöpfung. Und die Idee dahinter ist einfach die folgende.